Pirelli würde wahrscheinlich feuchte Träume halten, so. Naja, jedenfalls sehr weiche Reifen, 6-7 Mal in der Box. Aber trotzdem ist man so schnell, dass man die anderen Rennen noch überrunden kann. Und das dauert dann 5, es geht 15 Rennen so weit. 15 Rennen. Und ich hatte eine Spielversion, wo das eine Rennen nicht mehr funktioniert hat. Ich habe wirklich dreimal versucht, um Rennen zu fahren. Aber jedes Mal, wenn ich das Rennen fertig hatte, beziehungsweise wenn ich beendet habe, hat das Spiel plötzlich nicht mehr funktioniert. Dann habe ich mich mal auseinandergesetzt, habe mal geschaut, ja, warum passiert das, wenn passiert das, gibt es ein Muster. Und ich habe tatsächlich ein Muster gesehen. Jedes Mal beim gleichen Lied spinnte dann das Spiel. Die sich nicht mehr starten. Dann habe ich aber gemerkt gehabt, ja, es gibt ein Lied, es gibt einen Song, der spinnt. Und wenn dieser Song läuft, dann stößt das Spiel ab. Ich hatte keine andere Wahl, ich musste den Cup unterbrechen. Ich musste hoffen, dass ich da schon genug Vorsprung gesammelt habe, dass ich alle Rennen beenden konnte, trotzdem als Weltmeister dastehe. Hab's also dann so geregelt, dass der immer letzter geworden ist, beziehungsweise der am wenigsten rumklappt, den habe ich zur Pole geschoben und danach habe ich jedes Rennen beendet. Dann wäre ich immer der gewonnen, der zumindest hinten war, und so konnte ich den Titel verteidigen. Obwohl ich kein Rennen mehr fahren konnte. Und dann habe ich das Lied ausgestellt und seitdem hatte ich keine Probleme mehr mit diesem Spiel. Jetzt schlägt der R390 zurück und macht das erste Mal 6 Punkte. Trotzdem ist die WM für mich schon mehr oder weniger gelaufen, weil der Auto TT hat sich jetzt schon so viel Vorsprung erarbeitet. Selbst wenn jetzt noch zweimal zweiter werden würde. Wenn ich noch zweimal Zweiter werden würde, er bleibt immer noch auf Platz 3. Die Chance, Weltmeister zu werden, hatte zwar immer noch, weil es sind noch 16 Punkte zu vergeben, 13 hat der Rückstand. Das könnte also noch reichen. So, Rom ist der nächste Kurs im Kalender. Danach kommt noch eine Midfield Raceway. Und dann ist auch die Gran Turismo Meisterschaft geschafft. Oh,
Wäsche machen. Das ist erst mal seit langer Zeit, dass ich das wieder selber machen muss, weil die letzten Male war ich jeden Tag nur weg. So weit hinten drin, was Let's Plays angeht. Also, ich habe ja meinen Lieblings-YouTuber, den Zuzui. Bei dem bin ich jetzt schon seit 2 oder 3 Monaten kein Video mehr schauen gegangen, weil ich einfach so viel zu tun hatte mit dem Studio. Und jetzt bin ich so weit hinten drin, dass ich gar keinen Bock mehr habe, anzufangen und nachzuschauen, welche Spiele er durchgespielt hat und wo ich mich wieder einklinken kann. Da ist keine Ahnung. Ich weiß nur, wie ich das mal machen sollte. Aber ich habe noch nicht dazu gekommen bin, diese Videos nachzuschauen. Hoffentlich komme ich da von der Motivation und vom Ganzen her mal wieder darauf, das nachzuschauen. Das sind gute YouTuber. Finde ich. Die Gegner habt ihr gesehen, ne? Auch in der Zeit nur. 1.736. Sogar mit 305 km Spitze. Der 390 hat es noch weiter nach vorne geschafft, das ist wieder zweite. Von Tete, dem Jaguar, von Galibra und Storm. Und damit, Meisterschaft für mich ist schon entschieden. Tete ist bei 20 Punkten, der 390 bei 17. Keiner kann ich mehr aufholen. Und der Licht ist wieder an seinem normalen Platz. Mit 6 Punkten. Ein bisschen mehr, als er das vorhin hatte. Aber immer noch. Sehr gut.
So, jetzt noch der Midfield. Und dann habe ich die Weltmeisterschaft durch. Und dann sollte eigentlich schon das Schluss, das Outro kommen. Sollte jetzt für eine Rundenzeit unter einer Minute reichen. Nicht nur das, das ist weit unter einer Minute. So viel langsamer war, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe keinen großen Fehler bei mir feststellen können.
kann ich irgendwie noch lustig machen. Also, da fährt man und dann beißt sich der Bahn so richtig in den Asphalt rein. Kriegt man nicht sehr oft. Aber wenn es macht, ist es umso besser. So, sehr gut. Die Kette setzt noch die Kühe weiter und schlägt die Erde an 90. Dann haben wir noch den Mixer 220, der Kaliber und der ist das vorher. Und dann der Endstand. 40 Punkte für den GT1, 26 für den TT, 21 für den R390, 15 für den Mixer 220, dann haben wir den Opel Calibra 11 Punkte und der Mixer Storm mit 7. So, 955.000. Dann noch 150.000 Bonus, dann sind wir schon bei 1,1 Millionen. Und einen neuen Wagen, sehr schön. Speichern wir mal. Wenn der Wagen mir nicht gefällt, kann ich ihn ja immer noch verkaufen. Aber gut. Damit sind wir jetzt auch bei der Meisterschaft durch. Aus natürlich den vier Rennen, die noch übrig bleiben. Glückwunsch, Sie sind der Weltmeister. Prüfen Sie Ihre Bonusobjekte auf der Arcade-Modus-CD. Ja, dann weiß ich zumindest, was beim letzten Teil zu machen ist. Also, dann schauen wir mal in der Garage nach, was wir da gewonnen haben. Einen Mugen NSX GT 99. Yay! Castrol Mugen NSX. Dabei habe ich doch schon so einen. Nur eben eine ältere Variante von 98. Die wahrscheinlich minimal anders lackiert ist. Nee, nicht mal. Ich sehe nicht mal einen großen Unterschied. Traurig sowas. Das ist eigentlich genau der Wagen, den ich nicht gewinnen wollte. Aber zumindest kann ich jetzt einen verkaufen. Also, ja. Damit sind wir schon bei 1,35 Millionen. Und sind bei 60% inzwischen. 1.845.000 Preisgeld, Siegquote von 91%. Ja. Und mit diesem Stand möchte ich mich verabschieden. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und beim nächsten Mal stehen dann vor allem Markenrennen an. Da stehen vielleicht noch Rallye-Events an, beziehungsweise vielleicht fahre ich auch ein paar Ausdauerrennen, damit ich dann genug Geld habe für den Escudo zum Beispiel. Wir schauen mal. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und tschüss, ne?